Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom SoTalk. Nach rund 6 Jahren Bauzeit hat der Mai die offizielle Schlüsselübergabe vom neubauten Haus 1 am Bürgerspital Solothurn stattgefunden. Was seither neu ist gegangen, was noch ansteht in der Zukunft, das erzählt uns heute der Gesamtprojektleiter, der Alfredo Bergola. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Zeit. Uns interessiert natürlich auch der Neubau sehr, so wie ganz viele Menschen in Solothurn. Das ist ja für den Kanton Solothurn wirklich ein grosses Projekt. Also das anspruchsvollste Hochbauprojekt sogar von der ganzen Geschichte. Das muss man sich mal auf die Zunge lassen gehen. Angefangen hat das, grosso modo, einmal für die Öffentlichkeit im Jahr 2015. Dann hat der Spatenstich stattgefunden. Wir sehen das hier im Einspieler. Dann sind also Bagger aufgefahren und es ist eigentlich so richtig losgegangen. Was kommt euch da in Sinn, wenn ihr die Bilder seht? Was löst das aus? Ja, eine schöne Zeit. Also 15, muss ich sagen, ist eine ganz schöne Zeit gewesen, und dann haben wir auch von Bauen. Mhm. 13 bis 15 haben wir sehr, sehr viel müssen planen und sehr viel umplanen. Und das war sehr, sehr aufwendig gewesen. Es war aber auch aufreibend gewesen. Auf der anderen Seite auch spannend, das muss ich sagen. Aber bei uns sind zuerst Kosten ab. Mhm. Wir haben das Projekt müssen wieder aufgleisen, sodass es wieder in dem Kostenrahmen ist, wie auch das Volk ja gesagt hat, zu einem Kredit. Und die Auseinandersetzung war dort sehr, sehr gross gewesen. Mhm. Aber dann, wo wir uns können einigen und wir wieder im Rennen waren und wir hier mit den Backern können auffahren konnten, dann, muss ich sagen, ist eigentlich eine schöne Situation geworden. Ja, das denke ich. Wir sprechen es an. Die Kosten, natürlich haben wir das von Anfang an gewusst. Das ist eine teure Sache, der Neubau. Das ist einfach normal. Wir reden hier von rund 340 Millionen Franken, die man budgetiert hat für das Projekt. Wie ist es im Moment? Ist das noch so? Wie sieht es aus? Ist man noch im Budget? Was könnt ihr dazu sagen? Ja, ich kann das kommunizieren. Im Sinne der Baukommission ist schon eine politisch zusammengesetzte Kommission. Die ist informiert. Wir haben das Haus 1 mehr oder weniger übergeben, abgeschlossen. Und wir sind noch in der Abrechnungsphase. Das sind wir noch. Wir sind nicht ganz, ganz fertig. Aber wir wissen, dass sie um die rund 273 Millionen, die wir werden abrechnen, teuerungsbereinigt, selbstverständlich, weil der Kredit ist im 2012 zwar bewilligt worden, aber die Kosten sind gerechnet worden im 2010. Das, was man sieht, sind aktuell 11 Jahre dazwischen. Und die Teuerung hat man natürlich dort auch zu gut. Aber bezogen auf einen Kredit für das Haus 1, das in der Botschaft drin war, wo das Volk abgestimmt hat, sind wir wesentlich drunter mit dem Haus 1, das wir abschliessen können. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Genau, man sieht hier auch gerade das neu gebaute Haus 1. Das Grosse ist das Bettenhaus, kann ich mal sagen. Oder genau. Wie nennt ihr das? Ja. Also es ist Behandlungs- und Bettenhaus. Also im Prinzip ist der Flachbau, den man sieht, der in die Länge gezogen ist, das ist der Behandlungstrakt. Das steht links im Bild. Genau, also links und geht auch unten rein. Und dort, wo man die sogenannten Brisolets sieht, die Beschattungselemente, die dort für Bettenstationen an. Das ist auch so etwas vom Markantesten, was auffällt an diesem Haus. Die Fenster eben, die hat es gerade gesagt, Brisolets. Was ist speziell an denen? Es ist vielleicht nicht nur das ist speziell, sondern eigentlich die Idee von dem Bettenzimmer zusammen mit der Aussicht, die ja traumhaft ist, in Solothurn. Man kann her schauen, wo man will. Und das ist so integral. Also das heisst, man hat eine Bettenstellung gewählt, wo jeder immer Aussicht hat auf die Natur raus. Und das ist super. Und wenn man jetzt normale Storen hat gebaut, ist der, der vor dem Fenster ist, wird die Storen runterlassen. Ganz natürlich, um sich zu schützen. Und durch das wird der hinten nachher keine Aussicht mehr haben, auch kein Licht mehr. Und darum hat man die Brisolets gewählt, die die Beschattung gewährleisten. Also, das klingt im ersten Moment simpel, aber das muss man sich zuerst mal überlegen, was da dahinter steht. Oder? Genau. Ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, die selber jetzt auch gesagt. Wir reden hier die ganze Zeit von dem Haus 1. Das Lob vermuten, es gibt noch ein zweites, noch etwas anderes. Und ihr habt es auch schon gesagt beim Budget. Man ist hier zwar noch massiv drunter, es kommt aber auch noch etwas dazu. Also es wird noch gebaut. Genau, also der Kredit ist ja nicht ausgeschöpft. Also den müssen wir auch nicht ausschöpfen, wenn wir nicht müssen. Aber es ist natürlich so, es ist vorgesehen, das Bettenhaus. Es ist dort noch angehängt, wir sagen dem Haus 2, 3, 4. Also ein Teil ist schon noch Physiologo-Ergotherapie. Die sind jetzt am Zügeln, beziehungsweise am Raumen von dem Gebäude. Und die werden wir abreißen. Und bei dem
Perimeter, den wir ja abgerissen haben, kommt dann noch das Haus 2. Das ist aber zwei Stockwerke nach oben, zwei Stockwerke nach unten, unter dem Boden. Und beinhaltet einfach den Eingangsbereich mit Cafeteria, Restaurant. Im Obergeschoss sind planet aktuell Untersuchungsräume. Was da definitiv kommt, werden wir noch sehen. Im Untergeschoss ist Küche und noch Garderobe für das Personal. Also eigentlich ist es nicht etwas Hochinstalliertes, sondern einfach ein Zweckbau, den einfach noch braucht, um es zu vervollständigen. Er wird aber eben in dem Moment, ich habe es auch gesagt, deutlich kleiner oder deutlich weniger hoch als der jetzige Bau. Genau. Ja, und die Kosten sind natürlich noch ein Bruchteil von dem, was wir jetzt realisiert haben beim Haus 1. Von was für einem Zeitraum reden wir hier, bis das Haus 2 oder bis der ganze Bau abgeschlossen ist? Also aktuell haben wir die ganzen Rückbauarbeiten ausgeschrieben. Da gibt es viele Firmen, die sich schon beworben haben. Wir werden das Ende von diesem Jahr die Arbeiten werden wir vergeben und im Februar wollen wir starten mit dem Rückbau. Das bedeutet aber, bis man etwas sieht, wird das nicht bei 3-4 Monaten dauern, weil zuerst geht es um Schadstoffsanierung. Ja. Also der reine Rückbau mit Schadstoffsanierung, das sind rund 10 Millionen, die das wird kosten. Und dann sind wir bereit, dass wir eigentlich das Haus 2 realisieren können. Das ist geplant nachher von 23 bis 26. Mit den Abschlussarbeiten, die die Umgebung betrifft, all die Provisorien, die wir rückbauen müssen, zum Beispiel wie all das Zelt, das bei diesem Haus 1 nebenan steht, oder der provisorische Haupteingang beim Haus 1. Das ist ja auch ein Bestandteil, den wir dann wieder rückbauen müssen und dann die Umgebung sauber abschliessen. Also man sieht und hört, es geht doch noch ein Moment. Es ist halt auch ein grosses Projekt, das rund 10 Jahre, ein bisschen mehr wahrscheinlich in Anspruch genommen hat, seit dem ersten Spatenstich. Trotzdem hat man jetzt schon mal so eine Schlüsselübergabe gemacht. Die war ursprünglich eigentlich für letztes Jahr geplant. Hat dann aus Corona-Schutzmassnahmen-Gründen verschoben werden. Und Anfang Mai hat das also im kleinen Kreis stattgefunden. Wir haben hier einen kleinen Einspieler dazu, wie das ausgesehen hat. Ja, man sieht auch Vertreter von den Medien, vor allem aus der Politik. Ja. Und hier sehen wir eine Übergabe, aber das ist kein Schlüssel, oder, der hier übergeben wird. Nein, das ist ein Dosixometer, wo man den Puls und die Sauerstoffsättigung messen kann. Also das war eine ganz gute Idee von Guido Keune, unserem Kantonsbaumeister. Und dass man irgendwie so im kleinen Rahmen etwas machen konnte. Also ich habe mich mit dem abgefunden. Ich habe es auch schon angefunden, haben wir nichts machen können. Ich glaube, auch für das Personal wäre es eben noch gut gewesen. Weil wir haben einen ganzen Parkour auf die Beine gestellt, wo man die Leute, also beziehungsweise das Publikum, also die Solothurn-Bevölkerung, sage ich jetzt vor allem, auch einladen für einen Rundgang. Und man konnte sich auch präsentieren. Und ich glaube, das wäre noch wichtig gewesen für das Personal. Und das ist leider jetzt nicht möglich gewesen. Also ich kann jetzt mit dem leben. Es ist, ich bin wichtig. Für mich ist wichtig, es ist gut gekommen. Solothurner Spitäler ist glücklich. Sie können starten. Wir haben auch gerade das Feedback bekommen. Kaum haben sie die erste Operation durchgehabt, haben sie alles bestätigt. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Und das freut mich. Ja, das glaube ich natürlich. Wir sehen hier zumindest ein paar Bilder, wenn wir schon nicht hätten schauen können. In welchem Rahmen sind die gemacht worden? Ja, das ist, als ich letztes Jahr gewusst habe, dass wir ja gar keinen Tag der offenen Tür durchführen können, habe ich mit Jump TV geschaut, dass wir ein 360-Grad-Video-Rundgang, das ist richtig sagen, machen, damit wir das aufs Netz stellen können. Das ist jetzt bei uns auf der Homepage der Link und auf der Homepage von der Soha. Und so kann man einen virtuellen Rundgang machen. Da haben wir zumindest trotzdem irgendwie einen kleinen Einblick in die Räumlichkeit in das Spital, auch wenn man selber noch nicht können, physisch vor Ort gehen, oder? Genau. Ich habe das auch schon weiterverteilt, den Link, und ich habe schon x Rückmeldungen bekommen, wo, von weit weg, die gesagt haben, sie finden das toll. Und wir hätten einen Einblick. Wir hätten einen Einblick. Klar nicht eins zu eins, wenn man vor Ort wäre. Aber ich denke, das reicht, weil eigentlich ist es ja ein Spital, alle finden, das sei zwar schön, ich sowieso auch, finde es auch schön, aber man will ja nicht unbedingt reinlegen, oder? Gehen schauen, aber vielleicht nicht reinlegen, wenn man nicht muss. Genau. Schlussendlich ist es auch gut, wenn man, und wir sind alle froh, wenn das verhält und wenn das modern ist und auch den Standards genügt. Aber wenn möglich, will man ja dort nicht Gast sein, trotzdem. Apropos reinlegen,
Was man auch sieht, sind die neuen Patientenzimmer. Die sind sehr schick ausgefallen, kann man doch sagen. Man sieht auch, es hat noch zwei Betten. Also man ist da sehr, schon fast halb privat eigentlich unterwegs. Und man sieht auch, man hat das gut eingerichtet. Man hat einen gewissen Abstand zum Nachbarn. Man hat auch ein bisschen Privatsphäre. Wie ist das? Also was man auch sieht, ist das ist eben, wie ihr gesagt habt, Licht durchflutet, mehr oder weniger. Also sehr hell. Da sehen wir jetzt die Vorhänge, wo man statt der Storen hat. Wie ist das euch im Empfinden entstanden, die Patientenzimmer? Also das war auch ein grosser Prozess, den man 2013, 2014 so geplant hat. Die Bettenzimmer und mit dieser Bettenstellung, muss ich sagen. Es ist ja nicht etwas ganz, ganz Neues. Es ist einfach eine Weiterentwicklung vom Generalplanerteam, insbesondere vom Architekturbüro Silvia und Reto Gmür aus Basel. Aber es hat schon in den 60er Jahren gegeben und in den 70er, 80er Jahren hat es so Beispiele gegeben. Auch in den Altersheimen und so. Und die haben das auch gut gefunden. Übrigens, die Brisolei, das hat mich auch immer fasziniert, weil die südlichen Länder und auch, als ich mal in Australien war, Anfang 90er Jahre, die haben schon mit dem arbeiten, um sich zu schützen gegen die Sonne und trotzdem, dass man das Licht reinbringt, hat mich schon immer fasziniert. Jetzt hier in diesem Fall hat das Spital sich das nicht vorstellen. Man hat ihnen das aufgezeigt, erklärt, es ist nicht gegangen, wie sie entschieden haben, wir machen wie eine Babystube 1:1. Und das steht man drin und da kann man sich das vorstellen. Und man muss sehen, das ist im 13, 14 passiert. Und er sagt, wenn man den fertig gebaut hat, ist 20. 20 gibt es neu 21 und wir müssen schauen, dass wir dann aktuell sind. Mit etwas Neuem und nicht etwas, das im 2013 neu ist und dann im 2020, wenn wir dann fertig sind, schon veraltet ist. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, den man dort gezeigt hat. Das Spital ist auf das eingestiegen und so haben wir es noch umsetzen. Wegen dem Komfort, es ist heute so, die Spitäler die kämpfen um Patienten und da will man natürlich das Beste geben auf den Bettenstationen und die werden alle so ausgesehen, sind alle so ausgestattet, als wäre es ein Hotelzimmer. Mit allem drum und dran. Mit Parkett, mit Vorhängen, mit eigenem Tablet, wo ich kann Video schauen kann, ich kann Internet abrufen, ich kann telefonieren, alles individuell. Und nur noch zwei Bettzimmer. Es gibt vielleicht gewisse Ansätze, die sogar versuchen, nur noch ein Bettzimmer anzubieten. Ob sich das rendiert, das weiss ich nicht mit den Ansätzen, die die Spitäler hier bekommen. Klar. Aber eben, man sieht, die hat es wirklich schön gesagt, es ist fast eine luxuriöse Ausstattung. Man kann sich wieder heimfühlen, wenn es das Spitalbett nicht wäre, vielleicht. Mit der Aussicht und eben auch mit dem Parkett. Über das Parkett ist ja auch viel geschrieben und gesagt worden. An sich eine sehr schöne Idee, oder? Hat aber in der Umsetzung ein Problem gemacht. Und zwar ist das noch. Da haben sich ein paar Leute darüber lustig gemacht, an Fasnacht auch, dass das tatsächlich noch einmal umgebaut werden musste, bevor überhaupt irgendjemand mal drin war, irgendeine Patientin oder ein Patient. Vielleicht könnt ihr noch kurz zusammenfassen, was ist das Problem gewesen? Also man muss vielleicht sagen, vorausgeschickt, jeder Bau ist ein Prototyp. Und es ist ein Handwerk. Und wo ein Handwerk ist, kann immer etwas passieren. Jetzt ist es so, dass nicht der Parkett, sondern der Boden unten dran eigentlich teilweise einfach mangelhaft war. Aber man muss sehen, dass wir haben rund 25'000 Quadratmeter von diesem Boden gegossen. Und jetzt ist in ein paar Zimmer ist der Boden eben nicht ganz top gewesen. Also der Zement hat mit dem Sand nicht überall perfekt gebunden und hat zu Ablösungen geführt. Und der Parkett war eigentlich super verarbeitet gewesen, und es ist im Untergrund gelegen. Und darum mussten wir wieder rausnehmen, den Unterlagsboden ertüchtigen und wieder Parkett aufnehmen. Und jetzt in Absprache mit der SOA hat man entschieden, dass man nicht nur die macht, die man entdeckt hat, sondern alle Zimmer vorsorglich. Weil gesagt, wenn wir jetzt einen Unterbruch haben, dann machen wir alles. Und dann schieben wir halt alles ein bisschen raus. Und das war in Zusammenarbeit mit Vertretern von der SOHA und mit Vertretern des ganzen BOT. Aber wirklich so, dass eben auch alles wirklich perfekt ist, wenn man fertig ist. Genau. Wie ist das vom Ausmaß? Das ist jetzt einfach das, was man so ein bisschen gehört hat. Ich nehme an, das war nicht das einzige Mal, wo man spontan etwas ändern, reagieren musste. Hat es hier noch andere Stolpersteine oder Änderungen während dem ganzen Bauprojekt gegeben? Das Video kaum von Anfang bis Schluss, wie am Schnürli gelaufen sein?
Also ist mir nicht so präsent. Also Projektänderungen sind die, die nahrhaft waren. Mhm. Also das heisst, insbesondere als die Klinik Hobach gesagt hat, mit der Geburtenabteilung schliessen, dann hat es bei uns einen Stopp gegeben. Und das hat aber noch gut gepasst, weil wir ja von, wir sind schon am Bauen waren, das muss man sehen. Wir waren am Bauen, hey, aber die zwei Stockwerke, die auch Gynäkologie und Entbindung ist, ist noch weit weg von der Ausführungsplanung und Realisierung. Und dort hat man die grosse Änderung vorgenommen auf zwei Stockwerke. Mhm. Das hat 3/4 Jahr gedauert, dass bis alles wieder parat war und wir dann mit den Unternehmern können wieder neu umschreiben und dann in die Umsetzung gehen. Also das war recht die Biete, das hat etwa 1,5 Millionen verschlungen, mhm, mit allem Drum und Dran. Mhm. Und so hat man können reagieren. Aber sonst, von unserer Seite, haben wir eigentlich keine grossen Überraschungen gehabt. Vielleicht Prisolei, eben nochmal, wir haben Prototypen, Prisolei, das war vielleicht so etwas gewesen, aber wegen dem haben wir ja das Musterzimmer, genau, gebaut. Und an dem Musterzimmer hat man können verschiedene Sachen austesten. Mhm. Insbesondere die Fassade, insbesondere auch Prisolei. Mhm. Dort haben sie 3-mal auf- und abgebaut. Sie haben natürlich das Werkzeug entsprechend produziert und sie tatsächlich auf der Baustelle viel, viel effizienter geworden. Mhm. Das hat ihnen jetzt geholfen, das, mhm, ist so. Aber sonst Stolpersteine, muss ich sagen, haben wir nicht grosse gehabt. Man hat recht vorausschauend reagiert und geplant. Und das Wichtigste, dass man sie wirklich hier sagen, ist, wir hatten keinen Unfall gehabt. Mhm. Also keinen nennenswerten Unfall. Vielleicht einmal mal einen Schnitt gehabt und, mhm, über ins Spital müssen. Wir hatten keine Verletzten gehabt, nicht gravierend, gar keinen Todesfall. Und das muss ich sagen, das ist sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, da sind wir alle froh, das, genau, ist so. Wenn die sagen, man hat vorausschauend geplant und auch geschafft und überlegt, dann hat das auch einen Grund. Es hat nämlich im Vorfeld ist eine Delegation mit Mitarbeitenden von der SOHA, vom Hochbauamt auch, und von anderen Gremien, ist sich Spitäler anschauen, um so ein einen Erfahrungsschatz zu bekommen, was ist wichtig, oder? Und auf was müssen wir vielleicht besonders schauen, wenn wir das Spital schon neu bauen. Mhm. Was könnt ihr uns da erzählen? Wo sind denn da gewesen? Ja, also vielleicht auch wieder vorausgeschickt. Das ist mein erstes Spital, mhm, das ich da als Gesamtprojektleiter begleite. Aber es geht ja um Komplexität. Und das ist das, was ich kann, Komplexität. Und dass man muss achten. Man muss immer parat sein, immer wissen, was geht ab. Und auch wenn ich es nicht verstanden habe, muss ich so weit nachhaken, bis ich es verstanden habe. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man könnte, und das ist das Herz von einem Spital, das ist der OP-Bereich. Mhm. Und dort ist es so, dass man neue Prozesse könnte, hier in der Schweiz leider dann zu dieser Zeit noch nicht so durch ist, also bekannt ist gewesen. Und das ist wie ein zentrales Einleiten. Mhm. Das ist das Trennen zwischen Operationssaal mit dem Ein- und Ausleiten. Das ist sonst pro OP ist das angehängt gewesen. Und neu wird man das zentral machen, separat, damit die OP nicht in dem Sinne beleidigt sein oder unterbrochen werden, wenn etwas schieflaufen würde beim Einleiten. Mhm. Und das ist mit einer Delegation vom Spital auf Deutschland anschauen. Mhm. Sie konnten sogar mitlaufen bei einem OP. Sie haben Zeit gemessen und konnten feststellen, wie viel effizienter dass sie sind beim Operieren. Und erst dann hat man dann können das so eins zu eins umplanen. Mhm. Also es ist so, der Nutzer arbeitet tagtäglich in seiner Art, wie er es könnte. Mhm. Und wenn etwas Neues ist, muss man ihm es ganz genau erklären. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Bioarchitekt, ich probiere immer in der Sprache vom Nutzen zu reden und nicht vom Architekt, weil der Architekt untereinander, wir verstehen uns. Aber der Nutzer muss es können verstehen und wirklich so verstehen, dass es am Schluss begriffen hat. Und das finde ich mir wichtig. Und am Schluss bekommt er das, was wir ja zusammen auch abgemacht haben. Und das ist mir ein grosses Anliegen, dass es gesagt hat, am Schluss, ich habe es verstanden gehabt, und das ist es. Mhm, klar. Und darum bin ich so der Vermittler. Ich sehe mich eigentlich hier als Vermittler. Genau. Und andersrum hat ja auch dir, wie ich vorhin gesagt habe, das ist das erste Spital. Auch dir hätte müssen einleben oder einlesen, genau, in die Sprache vom Spital, oder? Ganz genau, genau. Ganz genau. Apropos Sprache vom Spital, ich habe gesagt, einleiten, ausleiten im Operationssaal. Vielleicht könnt ihr das noch kurz erklären. Was ist da gemeint? Also wenn neue Patientinnen und Patienten in OPS reinkommen, ja, also das heisst, ja genau. Das ist, wenn sie in den Operationssaal reinkommen, also vom Anästhesist, mhm, ja, die Leitung bekommen, für nachher können zu operieren. Mhm. Genau. Ja. Dass die Übergabe quasi, ja, reibungslos funktioniert. Ja, ganz genau, ja, ganz genau. Genau.
Außerdem ist das Bürgerspital Solothurn ist auch ist Minergie-Eco-zertifiziert. Das ist sicher etwas Spezielles an diesem Bau. Mhm. Wir sehen hier Grünflächen, aber das ist glaube ich nicht das Einzige, oder also nicht das Kernmerkmal. Was bedeutet das in der, im Bau und in der Nutzung, dass das Minergie-zertifiziert ist? Mhm. Vielleicht generell bei uns im kantonalen Baugesetz heisst, dass Neubauten nach Minergie nach Minergie-Standards sollte gebaut werden. Mhm. Das bedeutet ja noch nicht, ist noch nicht, dass man ein Zertifikat muss haben muss. Mhm. Wir wollten das Zertifikat. Mhm. Also mir war das ein grosses Anliegen. Gewesen. Und wir sind schweizweit die Ersten nach dem neuen Standard Minergie, den es dann nicht gegeben hat, wo wir können zertifizieren können. Die Standards sind sich immer wieder verbessern und neue Anforderungen kommen noch rein. Und darum sind wir schweizweit die Ersten gewesen, nach Minergie. Was aber ganz speziell ist, ist Eco. Eco ist einfach nachhaltige Materialien, lösungsmittelfreie Materialien, helle Materialien. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es auch mit Lüftung und mit weiteren Komponenten stimmt. Mhm. Also ein gesundes Klima. Es geht ja auch um das gesunde Innenraumklima. Mhm. Und Bettenstation ist eigentlich wie ein Haus oder wie ein Zimmer. Das hat man schon zertifizieren nach Eco, aber Behandlungstrakt eben nicht. Mhm. Und dort haben wir Oberflächen, die natürlich hygienisch behandelt werden müssen. Und ich konnte die Eco-Stelle überzeugen, dass man auch neue Spitäler kann nach dem zertifizieren und sie ein Zertifikat entwickeln zu dem. Und das haben sie auch gemacht. Und darum sind wir der schweizweit die Ersten, die ein Behandlungsgebäude nach Eco zertifizieren können. Also wirklich ein nahtes Pilotprojekt in dem Genau. Sinne auch. Genau. Ja. Ja, die hat vorhin gesagt, das erste Spital. Wenn ihr so zurückschaut, wie geht es im Moment? Wie seid ihr zufrieden? Was gibt es noch gewisse Unsicherheiten? Oder ist eigentlich die grosse Arbeit teuer bei euch? Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, klar. Also eben, wie gesagt, die Eröffnungsfeier haben wir nicht können machen. Es geht nochmal wegen dem Personal. Ich hätte es gerne gemacht, vor allem für die Bevölkerung das zu zeigen, was sie jetzt eigentlich hier bekommen. Und das ist wirklich eine schöne Sache, die sie hier bekommen. Es ist schweizweit übrigens vom Benchmark ist das ein sehr günstiges Spital. Es ist nämlich nicht teuer. Und, wir haben, und das ist mir ein Anliegen, das hat auch einen Zusammenhang mit Minergie und mit Eco. Wir bauen nachhaltig. Nachhaltig heisst, ein gutes Material einsetzen, das langlebig ist. Mhm. Vielleicht kann ich dort auch noch schnell ergänzen, noch, wegen Minergie. Aus diesem Grund habe ich auch noch das Projekt einfließen mit der Aarewassernutzung. Weil bei Minergie haben wir ja das Thema, wir müssen nicht mehr gross heizen. Mhm. Wir haben sehr, sehr grossen Energieaufwand zum Kühlen. Mhm. Und das braucht sehr viel Strom. Ja. Und das hat mir widersprochen. Und darum haben wir für 3,8 Millionen ein Aarewasserprojekt auf die Beine gestellt. Und jetzt können sie mit Aarewasser Kieler Spital. Es gibt Einsparungen von 250'000 Franken Stromkosten beim Spital, jährlich. Ja. Also eigentlich ist es nachhaltig und sogar noch wirtschaftlich. Mhm. Und eben auch wieder wirklich aus der unmittelbaren Region kommt das Wasser. Ja, genau. Oder? Genau. Ja, man hört es auch, wenn ihr erzählt, ihr habt die Zahlen aus dem Kopf, also alles noch präsent bis ins Detail. Ich denke, das prägt einem auch ein bisschen, so ein Projekt, oder? Wie ist das? Ja, absolut. Ja, absolut ja. Und da habe ich mich gefreut, dass es funktioniert. Selbstverständlich, wir sind jetzt noch ein paar Mängelbehebungen zu machen. Das ist noch unsere Aufgabe. Mhm. Aber es funktioniert und wir sind hier. Und ich will es auch wissen. Ich will es auch wissen. Das interessiert mich, weil eben jedes Mal, wenn man wieder etwas sieht, dann weiss ich, was kann ich das nächste Mal beim nächsten Projekt verbessern. Mhm. Also, man hört da schon Zukunftsgedanken. Vielleicht gibt es dann noch ein oder andere Spital mehr. Wir werden es sehen. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, man kommt das, die hat uns überzeugt. Da ist jemand, der kommt raus, der hat sich informiert. Und auf den verlobt man sich gerne, wenn man von so einem Projekt redet. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Also, Reno Bergola. Ja. Noch alles Gute für den Rest von diesem Bauprojekt. Ja. Und sehr. Sehr schön, seid ihr da gewesen. Ja, merci euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten So-Talk wieder. Habt's gut, bleibt gesund. Ade miteinander.